So, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Sony Vegas Tutorial von XXX Medias. Ja, heute machen wir, also ich zeige euch heute in Sony Vegas, wie man einen Scheinwerfer in irgendein Video einbringen kann. Und wie es aussieht, seht ihr jetzt. Und ja, ich weiß, sieht nicht so wirklich realistisch aus, aber ich habe keine bessere Möglichkeit gefunden. Wenn ihr eine bessere Möglichkeit wisst, dann schreibt sie mir per PM oder irgendwie anders. Und wenn ihr irgendwie andere Anfragen habt für Sony Vegas oder Photoshop, dann schreibt sie mir als PN oder als Kommentar oder wie auch immer. Weil ich würde gerne noch ein paar Sony Vegas Tutorials machen, aber ich weiß nicht worüber und ich habe auch keinen Bock, irgendwelche anderen Tutorials nachzumachen. Und ja, jetzt fangen wir an mit dem Tutorial. Okay, wir brauchen einen Videoclip natürlich. Und das lösche ich jetzt mal hier. So, das ist unsere Ausgangsposition. Naja, nicht wirklich, aber wenn ihr euch irgendeinen Clip reingezogen habt, ich habe jetzt wieder ein altes Jump-Video von mir genommen. Und ich habe jetzt Musik dazu genommen. Ihr braucht keine Musik dazu nehmen, ihr könnt auch die normale, den normalen Sound vom Video nehmen. Und dann fangen wir einfach an, indem wir einfach einen neuen Videotrack machen. Also Rechtsklick auf die Timeline und dann gehen wir auf Videotrack einfügen. Dann haben wir hier so einen leeren Videotrack. Und dann duplizieren wir uns erstmal unseren Clip. Machen wir einen Rechtsklick auf den Clip und gehen auf Kopieren und können Steuerung V drücken. Und dann ist der da, ich will den da haben, so. Und dann könnt ihr natürlich noch so Ein- und Ausblendungseffekte machen, Ein- und Ausblendungseffekte oder keine Ahnung. Nehmen einfach hier so an der Seite so zieht und habt ihr so Ein- und Ausblendungseffekte. Ja. Dann gehen wir einfach auf Video FX. Und am besten wir blenden die Original den Original Videoclip aus, indem wir hier auf das Symbol gehen, Ton aus, und dann gehen wir hier erstmal bei Video FX auf Cookie Cutter, wo ist er hier, da, Cookie Cutter, und dann gehen wir auf Kreismitte und ziehen ihn einfach auf unseren kopierten Videoclip. Ja, dann können wir hier bei der Größe so rumspielen, ich nehme jetzt, so, und ich setze ihn jetzt mal so nach oben, damit er von oben so reinkommt und auf die Person zeigt. Und weil es noch so hart aussieht, verpasse ich dem Kreis noch so ein Feder, damit es etwas weicher ist, ja. So. Dann gehe ich mit den Keyframes, also ich ziehe diesen Cursor hier weiter, ein bisschen weiter, und setze dann den Kreis auf mich rauf. Und ich so. Ja, ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann spiele ich das so ab. Und dann haben wir im Prinzip noch nicht fast fertig, also wir sind noch nicht ganz fertig. Also wenn man das jetzt wieder einblendet, den Originalclip, dann sieht man da keine Veränderung. Aber wenn wir jetzt bei Video FX auf Brightness and, wie heißt das, Brightness and Contrast gehen, wir also wir ziehen irgendeinen Effekt da auf unseren kopierten Videoclip drauf und sehen wir, es wird heller. Und dann können wir natürlich bei den Werten hier so rumspielen. Zu hell sieht scheiße aus, zu dunkel wollen wir sowieso nicht. Also ich nehme jetzt einen Wert um die 0,7, nee, also 0,07, und beim Kontrast könnt ihr natürlich auch rumspielen, wie ihr wollt, und Kontrastmitte auch. Jo. Und dann haben wir unseren Effekt. Wie gesagt, das sieht nicht wirklich realistisch aus, aber ich habe keine bessere Möglichkeit gefunden. Das ist bestimmt ein bisschen laut, weil ich mein Blaster, also mein Ghetto Blaster am PC angeschlossen habe. Zum Jumpen. Naja. Wie gesagt, das soll es gewesen sein für dieses. Nicht wie gesagt, aber ich sage es jetzt. Also soll es gewesen sein für dieses Sony Vegas Tutorial. Ansonsten bewerten, kommentieren, empfehlen und natürlich nicht vergessen, abonnieren, und haut rein.